Hallo, die Plattform Ruhr meldet sich hier mit einem weiteren Video zur Märzrevolution 1920 im Ruhrgebiet. Heute zeigen wir euch einen kleinen Film, und zwar, wir sind nur älter geworden, Ruhrkumpel erinnern sich. Wir haben eine längere Einleitung zu dem Film geschrieben. Wenn ihr die nicht hören wollt, dann könnt ihr einfach jetzt hier zu der angezeigten Zeitangabe springen. Und ansonsten, ja, viel Spaß mit dem Video und so. Vor 100 Jahren. Bewaffneter Klassenkampf im Ruhrgebiet. Sie sind nur älter geworden. Der Film »Sie sind nur älter geworden« erzählt die Geschichte der bewaffneten Kämpfe im Ruhrgebiet im Jahr 1920. Zur Verteidigung gegen den Putsch reaktionärer Militärs um General von Lüttwitz und den Politiker Wolfgang Kapp hatten die Organisation der ArbeiterInnenbewegung damals zu einem Generalstreik aufgerufen. An vielen Orten bewaffneten sich die Arbeiter, um den Generalstreik von Übergriffen durch Freikorps und Reichswehr zu schützen. Im Ruhrgebiet bildete sich eine regelrechte Rote Ruhrarmee. Der Film berichtet über diese Ereignisse in erster Linie durch Interviews mit Männern, die damals in der Roten Ruhrarmee gewesen waren. Der Film bietet eine gute Darstellung des Ruhraufstandes in seinem Ablauf, die Hintergründe dieser Ereignisse werden aber kaum beleuchtet. Wie kam es dazu, dass sich spontan eine Arbeiterarmee von wahrscheinlich um die 50.000 Mann bildete? Auf welche Erfahrungen und Lernprozesse konnten die ArbeiterInnen zurückgreifen, als sie die Städte des Ruhrgebiets von den reaktionären bewaffneten Einheiten befreiten und durch eigene Institutionen, die Vollzugsräte, Ausschüsse, zumindest die lokale politische Macht übernahmen? Um das zu verstehen, muss man in den Ersten Weltkrieg zurückgehen. Während die SPD und die sozialdemokratischen freien Gewerkschaften im Burgfrieden auf Forderungen und Kämpfe verzichten wollten, brachten Hunger, Krankheiten, Arbeitszwang und die schlechte Versorgungslage immer mehr ArbeiterInnen gegen den Krieg auf. Unter ArbeiterInnen war der Krieg ohnehin nie besonders beliebt gewesen. Sie verzichteten dafür nicht mehr auf Kämpfe um ihre Lebensbedingungen. Seit 1916 häuften sich Frauendemonstrationen, Lebensmittelplünderungen und vor allem im Bergbau wilde Streiks, die sich wellenförmig ausbreiteten. Sie stellten materielle Forderungen nach der Erhöhung von Löhnen und Lebensmittelrationen. Zugleich entstand eine Bewegung, die politische Massenstreiks für den Frieden propagierte. Ihr Zentrum hatte sie in Berlin. Dort wurde sie in den Betrieben von den sogenannten revolutionären Obleuten, linken gewerkschaftlichen Vertrauensleute in Metallbetrieben organisiert. Außerhalb der Betriebe wurde sie von Mitgliedern des Spartakusbundes propagiert, der Vorgängerorganisation der KPD, die damals eine Fraktion innerhalb der USPD war. Der erste politische Massenstreik fand 1916 nach der Verhaftung von Karl Liebknecht statt. Der letzte im Januar 1918. Dieser letzte Massenstreik fand sehr viel Widerhall im ganzen Reich. Überall riefen vor allem VertreterInnen der linken USPD zum Streik auf und erstmals beteiligten sich auch im Ruhrgebiet viele ArbeiterInnen. Die Repression danach war massiv. Die RedelsführerInnen und AgitatorInnen wurden festgenommen. Viele beteiligte ArbeiterInnen an die Front geschickt, alleine aus Lünen 250. Für diese revolutionären Obleute bedeutete diese schwere Repressionswelle, dass ein solcher politischen Massenstreik nur durchführbar ist, wenn die Streikenden sich schützen können. Der nächste Streik sollte also bewaffnet durchgeführt werden. Die Obleute planten einen revolutionären Massenstreik für Mitte November 1918, doch die Dynamik der spontanen Revolution, die in Kiel begann, kam ihnen zuvor. Am 9. November wurde die Republik ausgerufen und überall bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte, die politisch meist von der SPD dominiert waren. Beim ersten Reichsrätekongress im Dezember 1918 kamen 7 SPD-Delegierte auf 2 von der USPD. Dieser Kongress entschied 3 Dinge. Er wollte erstens parlamentarische Demokratie und kein Rätesystem, zweitens eine neue demokratische Armee statt der alten militaristischen und drittens die Sozialisierung der dafür reifen Industrien. Die SPD-geführte Übergangsregierung, der Rat der Volksbeauftragten und die freien Gewerkschaften beschlossen währenddessen eine Fortsetzung der im Krieg geübten Kooperation mit den alten Mächten.
Schon im November schlossen sie dazu Abkommen, die nach den Führungspersonen benannt sind. Ebert Gröner und Stinnes Legien. Ziel war es, vor allem Ruhe und Ordnung zu bewahren und einen Putsch von links nach russischem Vorbild bzw. selbstständige und unkontrollierbare revolutionäre Aktionen der ArbeiterInnen zu verhindern. Deswegen begann die Regierung ab Januar 1919 auch paramilitärische Freiwilligentruppen gegen diese Bedrohung aufzubauen. Freikorps, die Grüne Sicherheitspolizei, SIPO, Zeitfreiwilligenverbände, Einwohnerwehren und die Technische Nothilfe. Fußnote 1. Im Gegensatz zur herkömmlichen Polizei, die in der Regel blaue Uniform trug, wurde die SIPO auch nach ihrer Uniformfarbe die Grüne Polizei genannt. Sie war die erste deutsche kasernierte Polizeitruppe und Vorläuferin der heutigen Bereitschaftspolizei. Fußnote 2. Diese Einheiten unterschieden sich, Freikorps und SIPO waren feste, besoldete Einheiten, bei denen man mehr verdiente als ein männlicher Industriearbeiter. 1919 gab es ungefähr 250.000 Soldaten in solche Einheiten. Einwohnerwehren und Zeitfreiwillige wurden nur im Einsatz besoldet. Sie wurden wieder und wieder gegen ArbeiterInnen eingesetzt, die für ihre Interessen kämpften. In der ersten Hälfte des Jahres 1919 gab es durchgehend große Arbeiteraktionen, bei denen die ArbeiterInnen ihre Organisation vor sich hertrieben. Fußnote 3. Januaraufstand in Berlin, 4. bis 12.01.1919, Räterepublik Bremen, 10.01. bis 4.02.1919, Februar Generalstreik an der Ruhr, Ende Februar bis Anfang März Generalstreik in Mitteldeutschland, dann der März-Generalstreik in Berlin, der im Blut von über 1200 ArbeiterInnen ertränkt wurde, der zweite Ruhr-Generalstreik mit 170 Toten, das blutige Ende der Bayerischen Räterepublik Ende April mit über 1000 Toten, dazu noch die kleineren Räterepubliken in Braunschweig und Mannheim. Das waren gewichtige politische Ereignisse. Sie konnten aber ihre regionale Beschränktheit nicht durchbrechen. Die reichsweit agierenden revolutionären Organisationen waren nicht dazu in der Lage oder wollten es nicht. Die Reaktion dagegen war gut organisiert und konnte ihre Truppen mit Hilfe der Reichsbahn relativ reibungslos von einem Ort zum anderen verlegen. Revolution im Ruhrgebiet. Die Revolution vollzog sich im rheinisch-westfälischen Industriegebiet ähnlich wie im Reich. Überall gründeten sich Arbeiter- und Soldatenräte, in denen tendenziell die SPD dominant war und die sich vor allem das Ziel setzten, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Allerdings galt diese Dominanz der Arbeiterbewegung nur für die industriellen Städte, in denen ArbeiterInnen die klare Bevölkerungsmehrheit stellten. In ländlichen Gebieten dominierten Bauernräte und in kleineren Städten, besonders am Rand des Ruhrgebiets, übernahmen Volks- und Soldatenräte die Macht. Das hieß aber meist nur die Überwachung der weit arbeitenden alten Verwaltungsstrukturen, eigene Organe wurden kaum geschaffen. Politisch kann man die mehrheitlich proletarischen Gebiete im rheinisch-westfälischen Industriegebiet in drei Zonen einteilen. Im südlichen Teil, den Industriestädten des Bergischen Landes und dem Gebiet um Hagen, war die Sozialdemokratie schon vor dem Krieg stark gewesen. Im Krieg hatten sich hier viele Kader der USPD oder sogar dem Spartakusbund angeschlossen, besonders unter den Vertrauensleuten in der Metallarbeitergewerkschaft. Dementsprechend dominierte diese Linke in der Revolution und die Räte und die lokalen freien Gewerkschaften. Im östlichen Ruhrgebiet um Dortmund konnte die SPD parteimehrheitlich im Krieg und in den ersten Monaten der Revolution die politischen Ereignisse dominieren. Sie kontrollierte sowohl die Räte als auch die freien Gewerkschaften. ArbeiterInnen, die weitreichendere politische Ziele hatten, mussten außerhalb dieser Gremien nach Handlungsmöglichkeiten suchen. Im westlichen Ruhrgebiet, besonders in den Bergbaugebieten, hatte sich die SPD schon vor dem Krieg schwer getan, richtig Fuß zu fassen, und im Krieg war die Unzufriedenheit mit der Freien Bergarbeitergewerkschaft groß. Viele Arbeiter dachten über neue Kampfformen nach. Hier wurden syndikalistische Vorstellungen vom Arbeiterkampf zum ersten Mal dominant. Und es ist nur folgerichtig, dass im Hamborn noch 1918 die Massenstreikbewegung startet, deren Verlauf die Ereignisse des Jahres 1919 dominieren sollte.
Im Unterschied zu den Massenaktionen in Berlin oder Hamburg, die immer eng mit der Frage nach der politischen Macht verbunden waren, kreisten die Kämpfe im Ruhrgebiet um die Frage, wie weit die Macht des Unternehmers über die Gestaltung der Arbeit reicht. Kann er weiterhin fast ohne Mitsprache bestimmen, wann, wie lange und für wie viel Lohn gearbeitet wird? Oder haben nur die ArbeiterInnen selbst das entscheidende Wort? Dabei warteten Bergarbeiter nicht auf Kampfaufrufe durch die Gewerkschaft oder auf gesetzliche Neuregelungen, sie versuchten den Arbeitsalltag sofort zu ändern. Ihre Mittel waren Massenstreiks, die wellenförmig von Betrieb auf Betrieb übergriffen und direkte Aktionen am Arbeitsplatz. Eine verkürzte Arbeitszeit wurde nicht nur gefordert, sondern man fuhr einfach gemeinsam früher aus der Zeche aus. In dieser Bewegung gab es deutlich nachvollziehbare Lernprozesse. Verhandlungen. Die Gewerkschaften verhandelten nicht, wie die Arbeiter es wollten, also übertrugen sie die Verhandlungen an den Arbeiterrat. Als sie dann selbst gut genug organisiert waren, übernahmen die eigenen Leute die Verhandlungen. Politisches Umfeld. Die Arbeiter hatten das Gefühl, der Arbeiterrat behindert ihre Kämpfe, also sorgten sie dafür, dass er neu besetzt wurde. Frage der Bewaffnung. Nach bewaffneten Angriffen auf die Streiks forderten die ArbeiterInnen die Entwaffnung der attackierenden Einheiten, vor allem Polizei oder SIPO. Gleichzeitig bewaffneten sie sich selbst. Fußnote 4. Waffen waren damals oft kein Problem, da viele Soldaten ihr Gewehr nach dem Krieg mit nach Hause genommen hatten und hunderttausende Gewehre im Umlauf waren. Streiks und Demonstrationszüge wurden jetzt nicht mehr unbewaffnet durchgeführt. Wenn Streikende mitbekamen, dass in der Umgebung eine bewaffnete Einheit, Freikorps oder SIPO einrückte, schickten sie bewaffnete Gruppen los, um den Angegriffenen zu helfen. So kamen ganze Verbände zusammen. Bei einem solchen Ereignis 1919 kam das erste Mal der Begriff Rote Armee auf. Oft kam es aber nicht so weit, weil die Arbeiter- und Soldatenräte versuchten, die Konfrontation zu verhindern und die Arbeiter zu befrieden. Die Entwicklung von großen Massenstreiks und Aktionen von unten missfiel der SPD-Regierung und Reichswehrführung. Ab Februar versuchten sie mit dem Einsatz von Freikorps diese Dynamik zu beenden. Dabei wurde immer mehr Gewalt eingesetzt, vor allem zur Unterdrückung der Generalstreiks im Bergbau im Februar mit 180.000 Streikenden und im April mit 370.000 Streikenden. Das Ruhrgebiet wurde durch Freikorps besetzt, die Lebensmittelzufuhr für Streikgebiete beschnitten und die Ration für nicht streikende Gebiete erhöht, zu einer Zeit, als die Lebensmittelversorgung ohnehin sehr schlecht war. Dadurch konnten die Streiks beendet und die Entwaffnung der Arbeiter durchgesetzt werden. Viele angebliche oder wirkliche Streikführer wurden verhaftet, Zeitung und Versammlung verboten. Trotzdem hörten die Arbeiter nicht auf zu kämpfen. Da offene Streiks im Belagerungszustand unmöglich wurden, verlegten sie sich auf Verweigerung der Arbeit an der Arbeitsstelle ohne Verlassen des Betriebes. Scheinarbeit und Sabotage. Gleichzeitig wurden überall neue revolutionäre Gewerkschaften bedeutsam, sogenannte Unionen. Die wichtigste von ihnen war die schon vor dem Krieg gegründete syndikalistische Freie Vereinigung. Sie schloss sich Mitte 1919 mit eher rätekommunistisch geprägten Unionen zur Freien Arbeiterunion, FAUD, zusammen. Jedoch scheiterte diese Vereinigung schon Ende 1919. Danach war die FAUD eine klar anarchosyndikalistische Gewerkschaft. Im Frühjahr 1920 gehörten ihr etwa 150.000 ArbeiterInnen an, die meisten davon im Ruhrgebiet. Der Widerstand der ArbeiterInnen war nicht gebrochen, aber die Zahl der bewaffneten Einheiten im Ruhrgebiet als demilitarisierte Zone war begrenzt. Daher zog die Regierung die repressiven Stellschrauben weiter an. Auf Betriebsebene wurde die Verhaftung von Hetzern und Aussperrungen angeordnet. Belegschaftsversammlungen und die Bildung von Streikausschüssen und Streikposten wurden verboten. Unliebsame Arbeiter wurden zu Notstandsarbeiten geschickt und bei Weigerung oder Aufruf dazu verhaftet. Bewaffneten Truppen erzwangen im Schach das Verfahren der Schichten. Die Regierung ordnete Überschichten an, die zwar mit Geld und Essen vergütet wurden, aber den Arbeitern die wichtigsten Zugeständnisse ihrer Kämpfe seit der Revolution wieder nahm.
die Verkürzung der Schichtzeit und die Beseitigung der Zwangsüberschichten. Gesellschaftlich wurde im Jahr 1920 der Ausnahmezustand im ganzen Reich verhängt, mit Ausnahme von Baden, Württemberg, Bayern und Sachsen. Damit wurde dem Militär die reale Macht übergeben. Paragraph 1 setzte fast alle Grundrechte bis auf Weiteres außer Kraft. Das Grundrecht der persönlichen Freiheit, der freien Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, des Post- und Telefongeheimnisses, der Unverletzlichkeit der Wohnung und der Unantastbarkeit des privaten Eigentums. Nach Paragraph 2 ging die vollziehende Gewalt auf den Reichswehrminister über, der sie auf einen Militärbefehlshaber übertragen konnte. In Düsseldorf, Wesel und Essen wurden Kriegsgerichte errichtet. Die bewaffneten Einheiten erhielten Befehle wie diesen. Grundsatz: rücksichtslos im Keime ersticken. Rücksichtsloser Angriff gegen revoltierende Banden und Volkshaufen, am besten von mehreren Seiten. Energischer Waffengebrauch. Wer sich mit der Waffe entgegenstellt, wird niedergeschossen. Desgleichen, wer der Verhaftung Widerstand entgegensetzt. Oder diesen. Schreck- oder Warnungsschüsse haben sich als schädlich erwiesen. Also sofort scharf schießen und gut treffen. Rücksicht auf Frauen und Kinder natürlich so weit wie möglich. Hat der angreifende Spartakistenhaufen gleich im Anfang furchtbare und empfindliche Verluste, so werden größeres Blutvergießen und schwere Kämpfe meist verhindert. Also gleich scharf zielen auf den Mann, gut treffen. Schon vor dem Kapp-Putsch glich die Situation einer Militärdiktatur, die die erkämpften Rechte Pressefreiheit, Organisationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Streikrecht Stück für Stück wieder zunichte machte. Der Kapp-Putsch. Ein Teil der Militärs hielt dennoch einen Putsch für nötig, vor allem weil er die im Versailler Friedensvertrag vereinbarte Verkleinerung der Reichswehr auf 100.000 Mann und die Auflösung der paramilitärischen Einheiten Freikorps, SIPO, Einwohnerwehren, Zeitfreiwillige, Technische Nothilfe nicht akzeptieren wollte. Doch der Putsch war schlecht vorbereitet und hatte kaum Unterstützung in der Bevölkerung. Die Regierung konnte fliehen. Am Generalstreik gegen den Putsch beteiligten sich zum Höhepunkt über 12 Millionen ArbeiterInnen. Nach den Erfahrungen der vorherigen Jahre war klar, dass ein politischer Streik alleine nicht reichen würde. An vielen Orten im Reich bewaffneten sich Arbeiter und schlossen sich in Arbeiterwehren zusammen. Sie wählten oder setzten Aktionsausschüsse oder Vollzugsräte ein. Den meisten ArbeiterInnen ging es nicht nur um die Rettung der alten Regierung, wie selbstverständlich erwarteten sie eine Fortsetzung der Revolution. Zumindest die alten Forderungen nach Demokratisierung der Reichswehr und nach Sozialisierung der Betriebe sollten jetzt durchgesetzt werden. Nach 4 Jahren brach der Kapp-Putsch zusammen, aber dass das Verhalten der bewaffneten Macht gegen die ArbeiterInnen änderte sich nicht. In Berlin, Mecklenburg und Pommern wurden zwar die Befehlshaber der Truppen ausgetauscht, aber sie gingen weiter gegen die Arbeiter vor. Jetzt sogar mit noch mehr Todesopfern. Der verschärfte Ausnahmezustand blieb bestehen, teilweise wurde aber das Standrecht zurückgenommen. Die Front der ArbeiterInnen zerbröckelte aber langsam. SPD, Freie Gewerkschaften und andere Gewerkschaften setzten sich zunehmend für ein Ende der Generalstreiks ein, obwohl es keine weitgehenden Zugeständnisse gab. Die SPD drängte ihre Anhänger, aus den bewaffneten Arbeiterwehren auszutreten und die Waffen abzugeben. Das wiederum brachte oft auch USPD und KPD dazu, zum Ende des Generalstreiks und Waffenabgabe aufzurufen. Der letzte bewaffnete Widerstand wurde nach und nach besiegt. Die Reichswehr konnte hier ihre wiedergewonnene Mobilität per Bahn ausnutzen. Am 24.03. waren Generalstreik und bewaffneter Widerstand fast überall außerhalb des Ruhrgebiets gebrochen. Widerstand im Ruhrgebiet. Nach dem Bekanntwerden des Putsches waren die Abläufe im Ruhrgebiet zunächst ähnlich wie im restlichen Reichsgebiet. Funktionäre der verschiedenen Organisationen der Arbeiterbewegung kamen zusammen, bildeten Aktionsausschüsse und riefen den Generalstreik aus. Die Aufrufe täuschten eine einheitliche Position vor und übertünchten die politischen Differenzen der beteiligten Organisation. Die Masse der ArbeiterInnen stellte vor allem 2 Forderungen. Sobald sie die Betriebe verlassen hatten und auf der Straße zusammenkamen,
Sie wollten Waffen, um sich vor der lokalen Reaktion zu schützen, egal ob putschistisch oder nicht. Freilassung der politisch Gefangenen, also vor allem bei Streiks und anderen Kampfaktionen, Verhafteten. Das konnten sie meist auch durchsetzen, in der Folge wurden Arbeiterwehren aufgestellt, die blaue Polizei entwaffnet und die Verwaltung unter die Kontrolle des Vollzugsrats gestellt. Aus Münster wurden Freikorpseinheiten ins Ruhrgebiet geschickt. Arbeitereinheiten aus dem ganzen Umland versammelten sich, um am Ort des Einmarsches zu helfen. Aus dieser erst ungeordneten Solidarität bildet sich die Rote Ruhrarmee heraus. Sie war eine reine Arbeiterarmee im Unterschied zur namensgebenden sowjetischen Roten Armee, deren Führung fast komplett aus dem alten zaristischen Offizierkorps bestand, überwacht durch politische Kommissare. Ihre Geschichte wird im Film gut beschrieben, deswegen gehe ich hier nicht weiter darauf ein. Noch zwei Bemerkungen zur Märzrevolution im Ruhrgebiet. War es eine Revolution? Heute wollen viele linke KommentatorInnen den Ereignissen im März das Etikett Revolution absprechen, zu wenig sei politisch und sozial verändert worden. Mir erscheint diese Position merkwürdig. Im Unterschied zu den revolutionären Arbeiterkämpfen, die vorangehenden 1,5 Jahre, war dies ein Versuch, die politische Macht zu übernehmen. Die durch eine eigene bewaffnete Macht geschützten Aktionsausschüsse ergriffen politische Maßnahmen, die sogar teils den lokalen Rahmen durchbrachen. Kontrolle der Selbstverwaltung, besonders der Polizeiführung, und Kontrolle des Nachrichtenwesens, also Telefone, Zeitungen. Sehr wenige extrem reaktionäre Zeitungen wurden verboten, linke, bisher verbotene Zeitungen wieder erlaubt. Es wurde eine Pressezensur eingeführt, die aber nur sehr wenig zensierte. Daneben wurden im Unterschied zur Zensur im Krieg die zensierten Stellen durch Lücken sichtbar gemacht. Die ArbeiterInnen versuchten, die Lebensmittelversorgung gerechter zu organisieren, verhinderten Mieterhöhungen und Wohnungskündigungen, zwangen Betriebe durch den Generalstreik ausgefallenen Lohn zu zahlen und schränkten die Handlungsmöglichkeiten der Polizei ein. Veränderungen blieben allerdings auf Institutionen und Bereiche beschränkt, die dem Erfahrungsbereich der ArbeiterInnen am nächsten lagen. Gegenüber der Justiz verhielten sie sich zum Beispiel passiv. Das Fehlen tiefgehender Eingriffe ist nicht das Hauptproblem, denn in knapp 3 Wochen kann man große Veränderungen auch gar nicht erwarten. Problematischer ist, dass es offenbar keine richtigen Ideen gab, wie eine revolutionäre Umwälzung aussehen könnte, und die Diskussion darüber auch nicht geführt wurde. Die Erfahrungen mit den bisherigen 1,5 Jahren Revolution wurden nicht öffentlich ausgewertet. Die Rolle der Frauen. Auch wenn Frauen bisher nicht explizit erwähnt worden sind, spielten sie eine Rolle im Widerstand gegen den Kapp-Putsch. Zwar durften sie im Unterschied zu den Januar- und Märzkämpfen 1919 in Berlin nicht mitkämpfen, aber zehntausende Arbeiterfrauen meldeten sich als Krankenschwestern zum Fronteinsatz. In den Vollzugsräten spielten Frauen kaum eine Rolle. Hier fand sich dieselbe Handvoll PolitikerInnen, die auch schon an den Arbeiterräten 1918 beteiligt gewesen war. Das hinderte die Reaktion aber nicht, auch gegen Frauen vorzugehen. Viele Krankenschwestern wurden durch den Weißen Terror ermordet, in der Phase anschließender juristischer Repression wurden viele Frauen verurteilt, die Duisburger KPD-Politikerin Rosi Wolfstein sogar als Führerin. Eine letzte abschließende Bemerkung. Im Film spricht Anton Kalt als Mitglied der Roten Ruhrarmee. Er ist ein Beispiel dafür, wie sich die Erfahrungen aus der Märzrevolution auch nach der Niederlage fortsetzten. Er blieb in der KPD aktiv, wo er sich besonders in der Kulturarbeit engagierte und in einer Varieté-Gruppe mitwirkte. 1933 wurde er verhaftet und misshandelt. Er saß bis 1937 im KZ Esterwege. Im Juni 1945 verhinderte er Verteidigungsmaßnahmen in Aplerbeck und wird als Bürgermeister eingesetzt. Er richtete einen Ortsausschuss ein, der unter anderem eine neue, unbelastete Polizei aufbaute, ganz nach den Erfahrungen 1920. Im Juli wurde er von den Briten aus dem Amt enthoben und für 14 Tage inhaftiert.
Eine Bergarbeitersiedlung im Ruhrgebiet, bewohnt von Leuten, die normalerweise die Opfer und nicht die Initiatoren geschichtlicher Ereignisse sind. Im Frühjahr 1920 aber war das einmal anders. Und wenn man alte Ruhrkumpel nach dieser Zeit befragt, dann ergibt sich ein Stück Geschichte sozusagen von unten gesehen, nicht weniger interessant als die offizielle von oben gesehene Geschichtsschreibung. Anton Kalt ist inzwischen gestorben. Er ist ein sehr lebenslustiger Mann gewesen. Er brachte es gerade, indem er sich selber und seiner Sache treu blieb, vom Pferdejungen unter Tage zum städtischen Fuhrparksdirektor in Dortmund. Paul Frommknecht, hoch in den 70ern, alleinstehend. Auch er wird von damals berichten. Von Zeiten, in denen der Staat gerade anfing, von seinen Bürgern Ausweise mit Passfotos zu verlangen. Im März stand der Maschinist und Lokführer an einer Brücke, ein Gewehr auf der Schulter, und kontrollierte die Passanten als Angehörige einer deutschen Armee, deren Existenz die Schulbücher heute allenfalls erwähnen. Ein Dritter, der berichten wird, ist der frühere Bergmann Franz Rubisch. Wie Paul Frommknecht, Anton Kalt und tausende andere hier in den Zechensiedlungen verkörpert er ein langes Stück Geschichte des Ruhrgebiets, der Waffenschmiede zweier deutscher Reiche, des Problemdistrikts unserer Tage. Auch er alleinstehend, auf Kneipenessen angewiesen und doch nicht allein. Denn Solidaritäten des Alltags funktionieren hier noch allemal, bei Fußball und Bier. Er denkt zurück an 1920. Früher war das so, hier kannte einer den anderen. Aus dem Grunde, sie hatten hier zusammen gewohnt, gingen zusammen zur Arbeit hier auf Rheinbaben. Und daher kannten wir uns alle. Gingen morgens zusammen zur Schicht, kamen nachmittags zusammen wieder nach Hause. Und abends hat man sich gesellig zusammengesetzt, je nach Wetterlage. Da wurde hier Bandoneon gespielt, wurde auch getanzt. Und so hat einer den anderen geholfen. Wenn mal eine Frau krank wurde, da sprang die Nachbarin ein und hat den dann unterstützt. Weil immer hier viele Kinder waren, in jedem Hof kann man sagen, so 7, 8 Stück, wenn nicht noch mehr. Und wenn sie dann zur Schule gingen morgens, da war das die reinste Invasion. Alle Holzschuhe an, teilweise mit Nägeln drunter. Da war wie so eine ganze Kompanie, so hat das geklappert. Es war so, mein Vater war ein alter Sozialdemokrat, das heißt, er war Sozialist. Ganz streng nach Karl Marx und nach der These, wie sie August Bebel damals aufstellte und wie er so verfochten hat im Reichstag, im Ersten Reichstag damals. Und weil er sich so benahm und auch in den Betrieben so operiert hat, hatte er nachher, stand er auf der schwarzen Liste und hatte keine Möglichkeit, in Mitteldeutschland noch weiter Fuß zu fassen bzw. zu arbeiten und musste nach Westfalen und musste sich hier Arbeit besorgen. Ich hatte damals schon, wie ich geboren wurde, im kleinen Finger mehr Sozialismus als wie mancher von denen, die sich heute nicht mal noch Sozialdemokraten nennen. Ich bin als Sohn eines Bergmanns geboren und zwar hier in dieser Gegend. Und mein Vater war schon früher Sozialdemokrat, hat 1888 den Bergarbeiterstreik mitgemacht und hat auch den Altenbergerverband mitgegründet. Und so kam ich schon früher mit sozialistischem Gut in Verbindung. Und wir wurden dementsprechend auch erzogen zu Hause. Mein Vater, der las noch aus der Zeitung vor, wenn er von der Arbeit kam. Und ich habe die Volksschule besucht in Applerbeck. Ich wohnte in der Applerbecker Mark, das war noch ziemlich ländlich zur damaligen Zeit. Wir wurden groß mit Tieren. Wir hatten alle selber Tiere, Schafe, Ziegen, Hühner und so weiter. Und das hat mir sehr viel gegeben, dass ich mit Tieren groß geworden bin. Und wie ich dann aus der Schule kam, da war der Erste Weltkrieg, war mitten im Ersten Weltkrieg, 1916. Und wir wurden sofort verpflichtet nach der Applerbecker Hütte, die war damals noch in Betrieb, die ist heute nicht mehr da. Das war ein großes Eisenwerk mit Hochöfen und so weiter. Und wir kamen sofort da am Granatenschleppen und mussten da schon so ungefähr unsere Kriegsdienstpflicht erfüllen. Wie der Krieg zu Ende war, da wollte ich gerne Förster werden. Aber mein Bruder, der hatte studiert, der Vater ist das sehr sauer geworden, also Bergmann, nicht, ist viel Geld mit dem Studium. Und mein Bruder wollte das auch gar nicht, hat es aber nachher doch gemacht. Und wie ich dann aus der Schule kam, 1916, wie gesagt, da musste ich mit zur Applerbecker Hütte und wie der Krieg zu Ende war, da sagt mein Vater, ja nun mit deinem Försterberuf, das wird ja wohl nichts mehr geben, erstmal habe ich das Geld nicht mehr und zweitens mal sind jetzt so turbulente Zustände, dass wir das jetzt gar nicht mehr machen können.
Du musst, wenn du was gerne was werden willst, vielleicht wirst du Gärtner, nicht? Und da hatte ich ja nun überhaupt keinen Spaß dran. Weil ich von zu Hause, wir hatten einen großen sogenannten Kotten, hier sagen sie Kotten, ein großes kleines Eigentum, nicht so diese Bergmannskotten, da war 2,5 Wochen Land bei. Und ich musste schon von Jugend auf damit fest arbeiten, nicht? Und deshalb hat mir das, den Gärtnerberuf, hat mir das verdorben. Naja, ich sag, Vater, ich will dir was sagen, ich geh mit zur Zeche. Und da kam ich denn, wir fuhren raus, Morgenschicht, also war nichts weiter, vorher gar nicht so, irgendwie waren angefahren mit dem Gefühl, also ist alles ruhig. Nur raus, ja, aufgeregt, der Betriebsrat vor sich sprang da rum, da in der Waschka und so weiter, und sprang auf dem Ding und hielt eine große Rede, nicht, also. In Berlin, da ist die Regierung zum Teufel gejagt worden, nicht, und Kap Lüttwitz, sag, ich kannte doch nicht Kap Lüttwitz, das wusste ja gar nicht, was das war und wie das zusammenhängt da in Berlin. Ich kannte wohl die politischen Begebenheiten hier in der näheren Umgebung, aber das, was sich da oben abspielt und so weiter. Und mein Vater, der hatte auch Morgenschicht, der fuhr mit darauf, der sagte, so Junge, sagt er, jetzt ist das eingetroffen, was ich dir schon immer gesagt habe, dass wir aufpassen müssen. Am 13. März 1920 marschierte die Marinebrigade Erhard in Berlin ein, um die Koalitionsregierung von SPD und bürgerlicher Mitte zu stürzen. Ziel der Putschisten war es, die Ergebnisse der 1918er Revolution rückgängig zu machen. Ihr Führer, der ostpreußische Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp. Während die Gewerkschaften zum Generalstreik aufriefen, fanden Kapp und Genossen Unterstützung vor allem bei Bürgern und Militär im Norden und Osten des Reiches. Die gewählte Regierung Ebert floh nach Stuttgart. Ich kann mich erinnern, wie mein Vater sagte, wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet wurden. Wir müssen schwer aufpassen, nicht? Die Reaktion ist am Marschieren, und es war ja auch so, dass das alte Wort ja wahr war, der Kaiser ging und die Generale blieben, nicht? Also die alte Wehrmacht, die Offiziere waren ja alle noch da. Mein Bruder war ja eine Ausnahme als preußischer Offizier, nicht? Der sich nun auf Seite der Arbeiter geschlagen hatte, nicht? Ähnlich wie Florian Geyer damals beim Bauernkrieg. Aber das war ja eine Ausnahme. Ich wüsste sonst nicht, dass irgendwie einer von den Offizieren, die ich ja auch kannte, hier waren ja auch welche, die Offizier gewesen waren, aber dass sie sich auf Seite der Arbeiter geschlagen, das gab's ja nicht. Und da sagte mein Vater immer schon, wir müssen aufpassen, wir hatten ja 1919 schon die KPD gegründet, nicht? Und wir rieten auch regelmäßig Versammlungen ab. Und mein Bruder, der entwickelte sich sehr schnell als Volksredner, nicht? Und wurde dem klar gemacht, also sehr aufpassen. Irgendwie kommt irgendwas auf uns zu, nicht? Da müssen wir uns irgendwie gewappnet sein. Nun war es ja so, wir waren ja auch gewappnet, da wie so ein Kind. Denn die meisten hatten ja noch ihren Karabiner in der Ecke stehen. Militärischer Befehlshaber für Westdeutschland war General von Watter in Münster. Er wollte die weiteren Ereignisse abwarten und vorerst in die Orte des Ruhrgebietes, in denen kein Militär lag, Truppen entsenden. Und da liefen zum Generalstreik aus. Nicht? Und der Generalstreik war ja auch, wie das allgemein bekannt ist, sehr einmütig. Denn das lagen im selben Moment lagen alle Zechen still hier. Und auch die Fabriken und so weiter. Nicht? Also, also die Arbeiterschaft war sich da wie nie in ihrer ganzen langen Bewegung so einmütig gewesen, wie sie da im Kaputsch gewesen war. Nicht? Na nun, wurden das Ganze ganz von selbst. Wir gingen nach Haus und unterwegs wurde noch heftig diskutiert. Und dann kamen schon die Aufrufe, da kam schon einer von Haus zu Haus gelaufen, nicht? Wir müssen uns fertig machen, wir sollen uns bewaffnen. Am 13. März verfügte General von Watter über folgende Truppen. Im westlichen Revier standen das Regiment 63 bei Wesel, das Freikorps Schulz in Mülheim, das Regiment 61 in Düsseldorf, die Freikorps Hacketau und Lützow bei Remscheid. Im Zentrum des Reviers waren die Städte Essen, Gelsenkirchen und Bochum mit Sicherheitspolizei belegt. Außerhalb des Reviers lagen Freikorps und Regimenter in Osnabrück, Münster, Bielefeld, Minden und Bückeburg. Nicht unter Watters Kommando stand die städtische Sicherheitswehr in Dortmund, ein Überbleibsel der Revolution von 1918. In Aalen lebte Max Reimann, damals Bergmann und Gewerkschafter, von 1945 bis 1956 KPD-Vorsitzender. Wir haben mit dem Generalstreik gleichzeitig auch die militärische Konfrontation, die sowieso jetzt da war, aufgenommen. Wir sind mit 800 Mann schlecht bewaffnet
ausgezogen. Wir lagen an der Grenze Münsterland. Wir haben uns dann konzentriert auf das Ruhrgebiet. Wir sind ins Ruhrgebiet marschiert und haben mitgenommen die Kumpel von Sachsen, von der Schachtanlage Sachsen und von Radbrück. Und sind marschiert durch Hamm auf Pelkum. Dort haben wir das erste Mal in einem militärischen Konflikt gestanden mit einem Bataillon von Freikorps Schulz. Das Freikorps Schulz selbst lag in Dortmund. Wir haben, wie ich schon sagte, schlecht bewaffnet, aber wir haben doch so viel Waffen gehabt, dass wir diese Freikorps-Leute eingezingelt haben, also eingeschlossen haben und sie zurückgeworfen. Und hier möchte ich ein sehr gutes Beispiel erzählen. Die Kumpel von De Wendel, von der Schachtanlage De Wendel, hatten ein Maschinengewehr. Und das hatten sie auf einem Förderkorb postiert. Und der Maschinist, der hat den Förderkorb immer rauf und runter gebracht. Rauf, dann haben die eine Salve auf diese Kompanien abgegeben und dann sind sie wieder runtergefahren in den Schacht herein und sie schossen immer daneben. Und wir sind von außen her herangegangen und haben dann dieses Freikorps aus Heringen herausgeworfen. Wir haben dabei auch Verluste gehabt. Und auf Dortmund zu. Und in Dortmund ist dieses Freikorps Schulz von der Dortmunder Arbeiterschaft, Bergarbeiter, Metallarbeiter, zerschlagen worden. General von Watters Auffassung von Ruhe und Ordnung schien vor allem im Hagener Bezirk gefährdet, denn dort lag kein Militär. Er setzte das Freikorps Lichtschlag in Bewegung, das mit der Eisenbahn von Münster nach Dortmund rollte. Von Dortmund aus sandte Lichtschlag nun seine Abteilung Hasenclever ins Hagener Gebiet, und zwar nach Wetter an der Ruhr. Aus dieser alten Industriestadt hatte ein Fabrikant an den General in Münster telegrafiert, die Räterepublik sei ausgebrochen. In Wahrheit wurde der Generalstreik auch in Wetter diszipliniert durchgeführt. Die Freikorpsleute der Abteilung Hasenclever kamen mit der Eisenbahn, mit Maschinengewehren und Artillerie. Über den Waggons flatterte die schwarz-weiß-rote Fahne des bankrottgegangenen Kaiserreichs. Der Maschinist Paul Frommknecht wohnte damals im naheliegenden Westhofen an der Ruhr. Wir wurden, weil ich gewerkschaftlich organisiert war, nach Ausruf des Generalstreiks damals von der Gewerkschaft mit Waffen versehen. Dazu gehörte ich auch. Das war vielleicht eine Gruppe in Westhofen, Schwerte von 40 Mann, die bewaffnet waren mit Karabinern und zum großen Teil von den 40 Mann auch mit Handgranaten. Auf dem Bahnhof Wetter war für Hasenclever Endstation. Der völlig überraschte Bürgermeister und der gerade tagende Streikrat eilten zum Bahnhof, um Hasenclever nach seinen Absichten zu fragen. Dieser sprach zunächst von Ruhe und Ordnung, erklärte sich aber dann auf Seiten des Putschisten kapstehend. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Zu Hunderten zogen nun Arbeiter aus Wetter, Hagen und Umgebung zu diesem Bahnhof. Es kam zum Kampf. 11 Soldaten, darunter Hasenclever, und 6 Zivilisten ließen ihr Leben. Erstmal wurden wir eingesetzt zur Straßenkontrolle. Wir standen im Westhofen an der Ruhrbrücke, die nach Hagen geht, die Straße, in Ruhr. Und da hatte ich die erste Arbeit, war also Kontrolle der Autos. Da ist mir auch Folgendes noch in Erinnerung. Ich hielt an dem betreffenden Morgen einen Wagen an, Personenwagen. Da saßen 2 Mann drin, unter anderem auch ein ziemlich korpulenter. Der sprach mich dann auch an, nachdem ich ihn angehalten hatte, kennst du mich nicht? Ich sage, nee, das hat nichts zu sagen, kennst du mich nicht, sage ich, Ausweis bitte. Und da war das Ernst Erlenkamp. Das war damals ein berühmter Ringer hier aus Westfalen und Rheinland, so einer der berühmtesten mit. Naja, und der wies sich dann aus durch seinen Ausweis und der war im Aktionskomitee oder im Vollzugsausschuss, wie er damals hieß, in Dortmund und war auf der Fahrt nach Hagen, war dienstlich da. Und den habe ich dann noch durchgelassen. Und nächsten Tag wurden wir dann eingesetzt in Wetter. Wetter war allerdings schon eine gewonnene Schlacht. Wie wir ankamen vom Westhofen des Schwerte, da war der Kuchen schon gegessen, kann man sagen. Der Zug, der stand da wohl noch, der Militärzug, auch mit dem Geräte da drauf und so weiter. Aber die Truppen waren nicht mehr zu sehen, die waren bereits abgezogen worden
entwaffnet und so weiter. Und wir haben dann noch ein Waldstück bei Wetter bezogen und haben auch Aufklärungsflugzeuge. Wir haben dann natürlich auch, wie das so ist, auch schon mal darauf geschossen. Man will ja mal wissen, ob man mal so einen Flieger trifft, aber das war ja schlecht möglich. Dem Freikorps Lichtschlag war es nicht gelungen, im Hagener Gebiet Fuß zu fassen. Von Dortmund aus versuchte man einen neuen Vorstoß, nun über Aplerbeck, und zwar zu Fuß, mit Pferden und mit Kraftfahrzeugen. Also der Lichtschlag war der Kommandeur von der Bataillonskommandeur, der kommt und zieht jetzt durch Aplerbeck und will in Hagen seine Leute ersetzen, nicht? Dann waren ja noch zwei Kompanien, die lagen in Dortmund am Südbahnhof, nicht? Da haben sie auch noch einen Panzerzug stehen. Und der kommt durch Aplerbeck. Ja, sagte, was machen wir denn in Aplerbeck? Da war die alte Aplerbecker Hütte noch da und das waren da zwei so hohe Mauern. Da mussten sie durch, wie durch die hohle Gasse bei Küsnacht, nicht? Und da konnten wir sie ja nun nicht irgendwie empfangen, nicht? Da ging es ja nicht. Maschinengewehr hatten wir auch schon irgendwie da und was der Teufel, wo die Brocken alle herkamen auf einmal, nicht? Und alles war da. Na, oben am Südbahnhof, das ist hier oben, wo die Eisenbahn von Dortmund-Hörde nach Schwerte fährt, nach Iserlohn. Da wurde denn nun die Barrikade errichtet. Und richtig, da kamen sie denn auch, nicht? Und da kamen sie denn an, schickten sie erst ein Panzerauto vor, nicht? Und dann waren da ja kriegserfahrene Leute bei uns, nicht? Die kamen ja gerade alle aus dem Krieg raus, nicht? Nicht? Kanoniere, alles war ja da, nicht? Konnten mit jeder Waffe umgehen. Ja, und dann pfefferte ihnen der da so eine Ladung da entgegen von diesem Maschinengewehr mit dem Panzerauto, nicht? Und der drehte den Wacker um und fuhr zurück. Und da hatten wir noch mehr Waffen und da hatten wir auch Pferde. Und da wurde ich beritten. Ich bekam erst meine richtige Aufgabe als Meldereiter, als wir in Dortmund Lichtschlachter besiegt hatten. Und da sagt mein Bruder so, sagte, jetzt bist du kein Meldegänger mehr, jetzt kannst du Meldereiter werden. Und habe ich schon sofort eine schöne Aufgabe für dich. Du kannst da mal nach Holzen, über Holzen reiten, nach der Brücke, nach der Lennebrücke in Kabel. Da hat der Fritz Reiser gestern Abend den Wagen liegen lassen. Und der hat ein Rad gebrochen, da sind Waffen drauf, wollen mal sehen, was damit geschehen ist. Guck da mal nach, nicht? Reit da mal rüber. Ja, ich sage, ist gut, das ist ganz gut und schön, da hinreiten und dann so unbewaffnet, man weiß ja gar nicht, was da los ist und so weiter. Na ja, sagt er dann, geh nach Karl Befeld hin, das war der Waffenmeister, und lass dir einen Karabiner geben. Und ich sage, dann reite ich noch zu Hause vorbei, das habe ich ihm nicht gesagt und habe dann noch meinen alten Reichsrevolver mitgenommen, den habe ich heute noch. Und dann ritt ich über den Höchsten und, ritt doch für mich hin. Und mein Pferd, das war ein Schimmel und zwar ein Hengst. Ziemlich feuriges Tier. Und wie wir über den Höchsten reiten, da reitet ein Bauer vor mir her. Der sitzt breit, mächtig auf seinen Gick, auf seinen Landauer oder Gick oder wie man das nennt. Und hatte eine rostige Stute vor ihm, der Deichsel. Ja, mein Hengst, der schnüffelte das sofort nicht und lief dann dahinter her und ließ sich gar nicht. Ich riss ihn in den Zaum und nicht, und wollte eine, na, er tat es aber nicht, er sprang mit der Vorderbeine sogar auf den Gick drauf, nicht? Also, na, ich dachte, an den Gick braucht sich auch nicht zu vergreifen, nicht? Also, na ja, er wollte nach der Stute. Der Bauer, der schlug mit der Peitsche um sich, nicht? Und ich sag, hör mal, lass das sein. Ja, sagte, mach du das mit deinem Pferd, da wegkommst, nicht? Na ja, und waren wir noch so am Diskutieren, am Käbeln und am Hin und Her, nicht? Und mir wurde es auch schon Angst und Bange da oben auf dem Pferd. Pferd benahm sich wie ein Verrückter, nicht? Ging hoch vorne, nicht? Und so eingeübter Reiter war ich nun auch nicht, dass ich da noch mit springen konnte mit dem Pferd. Na, auf einmal da fielen Schüsse aus der Richtung von Holzen. Fielen Schüsse, Baus, Baus, nicht? Und die pfiffen uns oben durch den Baumkronen durch. Und die schossen nicht auf uns, aber die schossen zur Warnung. Also ich hab das schon verstanden. Und das Pferd hat es auch verstanden, war ja Militärpferd, nicht? Das schlug sofort die Knochen zusammen, nicht? Und kühlte ganz merklich ab. Und der Bauer, der fuhr den ab, der war erlöst. Die Arbeitermassen wandten sich nun nach Dortmund, wo noch Teile des Freikorps Lichtschlag lagen. Dortmund wurde in einem Tag erobert. Über Gelsenkirchen und Essen wollten sie nun nach Mülheim vordringen, um dort das Freikorps Schulz zu vertreiben, das sich ebenfalls offen für Kapp erklärt hatte. Das habe ich natürlich nicht als Abenteuer angesehen, sondern als Befreiung von den monarchistischen Offizieren oder Kappisten damals. Habe das genauso als Befreiung angesehen, als wie wenn ich heute die Kämpfe sehe in Chile oder irgendwo in Vietnam heute oder wo es gerade gewesen ist, wo sich die Menschen empören gegen die Militärdiktaturen, die da ab und zu mal gebildet worden sind und heute noch vorhanden sind. Und die Leute werden diesen Kampf auch weiterführen müssen, damit sie ihre Freiheit wieder zurückgewinnen. Fortwährend strömten der neuen Armee Arbeiter zu, die fast immer mit ihren unmittelbaren Kollegen in Kompanien zusammenblieben. Sanitätsabteilungen. Die Organisation dieser Armee wurde immer perfekter.
In Essen stellte sich der Roten Armee, wie sie nun auch genannt wurde, die Sicherheitspolizei entgegen, die ebenfalls unter dem Befehl Generals von Watter stand. Am 19. März morgens fielen der Schlachthof, die Hauptpost und das Rathaus. Aus dem Gerichtsgefängnis Haumannshof befreiten Arbeiter die Gefangenen, die schwere Spuren von Misshandlungen zeigten, was die Erbitterung der Kämpfer steigerte. Nun hatte die Rote Armee die Stadt in der Hand, bis auf einen Punkt, den Wasserturm am Steeler Berg. Dort kam es zu harten Nahkämpfen, denn die Sicherheitspolizei hatte sich im Turm verschanzt. Allein 11 Polizisten wurden hier getötet. Am Tage darauf wurde das Freikorps Schulz aus Mülheim verjagt, ein aus Düsseldorf herbeieilendes Regiment über Hamborn in Richtung Wesel vertrieben. Das Ruhrgebiet war nun frei von Militär und Putschisten. Arbeiterräte bildeten sich, die vor allem von der USPD, sehr oft auch von der SPD und dem linken Zentrum getragen wurden. Daneben versuchten die zahlenmäßig noch schwache KPD und Syndikalisten Einfluss zu gewinnen. Karfreitag war in Essen eine große Beerdigung der ersten Opfer. Anna Wickeboy, solch ein Leichenzug und solch eine Stimmung hat Essen wohl nie mehr wiedergesehen. Tausende, Zehntausende von Menschen, die neben der Trauer einen offenen Kampfgeist zeigten. Schon am 17. März 1920 brach der Putsch in Berlin, bezwungen vom Generalstreik, an dem selbst die Beamten teilgenommen hatten, in sich zusammen. Kapp floh nach Schweden. Die Kämpfe waren vor Wesel zum Stehen gekommen. Die Straßenschlachten waren in einen Stellungskrieg am Rande des Ruhrgebiets übergegangen. Der rechte Sozialdemokrat Noske ließ unablässig Verstärkung anrollen, während die Arbeiterbataillone politische und persönliche Garantien für die Zukunft verlangten. Und auf einmal hieß es, der Krieg ist aus. Ne? Mein Bruder kam morgens und sagte, ja, die haben da ein Abkommen geschlossen in Bielefeld und ich weiß noch nichts Näheres. Du reitest jetzt mal nach Applebeck und versuchst da mal Näheres zu erfahren. Arbeitervertreter von der Ruhr trafen Reichskommissar Severing in Bielefeld und vereinbarten Waffenruhe. Amnestie wurde zugesichert. Dann bin ich Applebeck geritten und dann war da der Vorsitzende vom Revolutionsrat, der nicht mit an der Front war, der hier die Sache in der Hand hat in Applebeck. Der sagt, ja, der gab mir den Schreiben mit, dann sagst du deinem Bruder Hans, so und so ist das. Sie sollen sich zurückziehen, nicht? Also wir haben sich bereit erklärt, wir sollen die Waffen abgeben, sollen uns zurückziehen. Und die ziehen sich auch zurück, nicht? Also ist alles geschlichtet, ist alles in Ordnung. Na ja, da haben wir uns dann drauf verlassen, nicht? Und dann haben wir uns dann kompanieweise überall gesammelt in den Dörfern, haben noch eine Nacht bei den Bauern da oben irgendwo kampiert. Und dann sind wir dann zurückgezogen, nicht? Nach Applebeck. Und dann hat mein Bruder die aufgelöst, die bewaffnete Macht, nicht, und so weiter. Und dann dachten wir, was gibt es nun? Aber die haben ja ihr Einkommen da damals nicht gehalten, sondern da rückten ja diese Erdleute und diese alle, diese Wien und so weiter, diese Freikorps und so von Bayern und überall, die kamen sie ja. Und die rückten den ein, nicht? Und die Reichswehr, die stand Gewehr bei Fuß und hat das denn alles mit schön mit angesehen, nicht? Und Herr Severing, nicht, der das Bielefelder Abkommen da in Dingen so unterzeichnet hat, der hat ja nachher auch in die Schulter gezogen, nicht? Also es wäre so abgemacht gewesen, haben sich aber nicht dran gehalten. Jetzt war neben dem Abkommen Severing waren die Ostertage. Und das allgemeine menschliche Gefühl, Ostern bei den Sieben zu sein, drang auch dadurch. Viele gingen von der Truppe nach Hause, über Ostern von wegen zurückzukommen. Aber über den Ostertagen vollzog sich dann der Zusammenbruch der Truppe, die zurückdrangen bis zum Kanal, und hier am Kanal waren die letzten Widerstände. Hier wurden noch einmal von, ich will jetzt nicht so urteilen, wie die Presse geurteilt hat über die Rote Armee, aber hier wurde brutal, trotzdem zugesagt war, dass die rückfluchende Truppe nicht verfolgt wurde, wurde beschossen und verfolgt von der Reaktion. Und sie war gezwungen, sich also kämpfend zurückzuziehen. Das hat sie getan. Auf diesem Rückmarsch sind noch hunderte gute Rodermissen, Arbeiter aus allen Arbeiterlagern, christliche Sozialdemokraten und Kommunisten, gefallen. In Berlin hatten die Arbeiterorganisationen von der Regierung die Zusage erlangt, den Vormarsch der Reichswehr zu stoppen und die Frist für die Auflösung der Roten Armee bis zum Mittag des 2. April zu verlängern. Dennoch marschierten die Truppen schon am 1. April auf der ganzen Front vor.
Überall kam es zu standrechtlichen Erschießungen und das Militär veranstaltete unter Bewaffneten und Unbewaffneten zum Teil regelrechte Massaker. Als 13-Jähriger erlebte Franz Rubisch den Einmarsch des Militärs in Bottrop. Mein Vater, der hatte da die schweren Rotländer Hühner. Und dann meine ältere Schwester und ich, wir waren beauftragt, wir sollten zum Markt gehen in der Stadt und sollten den Hahn verkaufen, nur um etwas Geld zu bekommen. Aber wir waren noch nicht lange da. Auf einmal ging die Knallerei los auf dem Markt. Die Händler sofort ihre Pferd und Wagen abgehauen. Und die Leute natürlich, die nichts zu essen hatten, sind über die Marktstände drüber hergefallen und haben sich die Taschen vollgestopft. Aber sofort kam ein Aufruf heraus, wer bis morgen Abend um 6 Uhr die Waffen nicht abgibt, nicht wahr, und so weiter, stand Gericht. Naja, ich habe dann den Abend abgewartet, den 6 Uhr abends, den nächsten Tag, und bin um 6:30 auf mein Zimmer gegangen, habe dann mein 98er in die Hose reingesteckt, den Schaft unter den Arm und bin dann mit einem steifen Bein im Wald reingegangen. Er war nicht weit davon ab, vielleicht so einige hundert Meter in Westhofen, und habe das Gewehr dann unterm Brombeerstrauch da versteckt. Und nun kamen die Leute alle nachts, die noch ihre noch nicht abgeliefert hatten. Mein Bruder verwaltete auch die Kriegskasse nicht, die hatte sich schon angesammelt, wurde alles genau gemacht und so weiter. Ich habe ihm nachher auch bei dem Verfahren und so, wurde das lobend anerkannt, dass er alles genau auf Helle und Fälle abgerechnet hat und alles und so weiter. Und die kamen dann und oben in Appledecker Marke, meine Mutter, meine Oma, die schlugen die Hände über den Kopf zusammen, Gott, was soll das denn noch geben, was soll das noch geben, wie die Frauen denn noch sehen, und dann, ja, mein Vater sagte, was soll das geben. Nun kamen die alle nach meinem Bruder noch, mitten in der Nacht. Mein Bruder hat die ganze Nacht gesessen und geschrien, nicht? Abgerechnet, der kriegt noch 120 Mark, der kriegt 130 Mark. So, verschwinde mal erst und halt euch nicht und so weiter. Und die waren ja gar nicht so gefährdet, sie suchen ja hauptsächlich meinen Bruder und die führenden Leute und so, nicht? Und das Drollige war, ich ging mal nachts raus um 3 Uhr, da stehen um den ganzen Haus herum stehen 98 Gewehr und Karabiner. Ringsherum ums Haus. Ich kam rein, ich sag, was ist das denn? Jeder, der gekommen ist, hat den Karabiner mitgebracht und hat uns den sofort da gelassen, nicht? Ja, das war natürlich nicht schön, nicht? Naja, da sind denn meine Mutter sogar noch mit, meine alte Oma mit. Die sind die ganze Nacht, haben wir denn geschleppt, dass wir die Karabiner wegkriegten. Bei so einem großen Bauer, wo ich da immer bei gewesen am Gutshof bei Nahe, der Brennerei, nicht? Die hatten bei uns in der Nähe, 200 Meter von unserem Haus, eine große Feldscheune stehen. Da haben sie alle reingeschleppt unter Stroh vergraben. Und der hat sich dann bei der Nächsten, wie der nächste Mal an zu dreschen fing, da hat er sich sehr gewundert, wo die ganzen Gewehre herkamen. Das Ruhrgebiet stand nun wieder unter dem Befehl des Generals von Watter. Über 1500 Männer, Frauen und Kinder waren in den Frühjahrstagen von 1920 umgekommen. Als damals die Soldaten hier rechts und links langs den Häusern hier vorbeigingen, da habe ich so, waren wir unten im Keller, der Vater auch, und da habe ich so mein jugendlichen Leichtsinn, habe ich gesagt, wenn ich jetzt eine Knarre hätte, dann würde ich dazwischen funken. Ich sagte, Junge, bist du verrückt? Die einen Schuss und dann da ließ er mit der Knarre auf dem Kreuz. Nee, das kannst du doch gar nicht, das darfst du auch nicht. Nee, da ist jetzt zu spät für. Sagte, jetzt geht er nicht. Sagte, lass die Finger weg und bleib vom Fenster weg. Kann sein, dass du noch einen verpasst kriegst. Wenn sie sagen, Fenster steht einer, die hauen die eiskalt da ein. Nee. Hat der Vater gesagt, ja, weg vom Fenster, sagt er, lass das sein, und damit hat sich das. Nee. Ja, und hat sich das Spiel alle angeguckt, wo sie hier vorbeigezogen sind. Und nachher kamen sie noch mit den schweren Waffen da, mit den Kanonen und Granatwerfer, aber weiß ja nicht mehr, was das alles für Zeug war. Nee. Und dann bin ich nicht vom Fenster weggegangen, dann bin ich hinein nach oben hingegangen. Nee. Da haben wir alle so vom Weiten, hat man sich das so angesehen. Nee. Na, das Junge hat man sich schon Gedanken darüber gemacht. Was wollen die denn eigentlich? Was wollen die? Arbeiter streiken für ihr Recht nicht, und die wollen da verhindern. Das Fazit von der Geschichte ist, meines Erachtens nach, man hat sich ja auch seine Gedanken darüber gemacht. Nun folgendes. Einmal war der Kaputsch schon 1920, obwohl die Regierung erst 1918 im November, nicht wahr, den Boden der Tatsachen betreten hat. Wie damals Scheidemann und Nuss gesagt, herauf auf den Boden der Tatsachen. Sie waren also in Amt und Würden und haben aber seinerzeit schon mit Hilfe der monarchistischen Offiziere 1919 im Januar ein Schlachtfest in Berlin veranstaltet, in dem sie Arbeiterführer, Liebknecht, Luxemburg und so weiter und viele hunderte andere, nicht wahr, auf den Rasen gelegt haben. Das war 1919. 1920 kam es in der Kaputsch. Da wurden die monarchistischen Offiziere und diese Reaktion wurde frech und machte den Kaputsch.
1923 machte Hitler in München den Putsch. Dann brauchte man nur noch 10 Jahre, das war 1933, die Vorbereitung, und hatte man schon von 1920 bis 1933 getroffen. Und so konnte man leicht am 30. Januar 1933 den Sieg der Reaktion feiern.